Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer neuen Tresorausstellung hier im Bank Austria Kunstforum begrüßen. Eternal Now von Kai Walkowiak. Eine raumgreifende, spannende Installation zu dem Thema Zeit und Zeitlichkeit, die den Tresor wieder mal in einen ganz fantastischen und neuartigen Raum verwandelt. Zu dem Konzept und zur Idee und zur Installation dieser Ausstellung wird Ihnen die Kuratorin Bettina Busse und der Künstler Kai Walkowiak selber gleich sehr viel mehr erzählen. Ich wünsche Ihnen viel Anregungen. Kommen Sie die Ausstellung anschauen. Wir freuen uns. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dann auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zur Ausstellung von Kai Walkowiak. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt nun endlich realisieren konnten. Wir sind schon seit längerem mit Kai diesbezüglich im Gespräch gewesen. Das, was Sie hier sehen, ist vor allen Dingen erstmal der neue Film Traces of Time, der eine etwas längere Entstehungszeit hat. Die ersten Aufnahmen geschahen bereits 2017 in Indien, wo Kai zu einer längeren Residency in Varanasi war. Es geht vor allen Dingen in dem Film um Zeit, wie Evelyn Benisch schon erwähnt hat. Die ganze Ausstellung dreht sich eigentlich um die Hinterfragung unseres westlichen Zeitbegriffes. Diese Hinterfragung passiert auf verschiedenen Ebenen, sowohl medial als auch, denke ich, kulturell. Kai Walkowiak stellt praktisch unsere westliche Zeitwahrnehmung der östlichen, vor allen Dingen indisch geprägten, zyklischen Wahrnehmung der Zeit entgegen. Ich persönlich finde das besonders interessant, auch im Hintergrund der momentan ja sehr aktuellen Diskussion auch des Postkolonialismus, das heißt die grundsätzliche Hinterfragung unseres doch sehr bestimmenden eurozentrischen Blickes. Sie sehen einen 60-minütigen Film, untergliedert in 60 einzelne Aufnahmen, wobei auch jeweils das Setting sich ändert. Es handelt sich um Shops, alte, traditionelle Shops, die sehr speziell aussehen. Im Mittelpunkt ist jeweils eine Uhr und Sie sehen eben den Zeiger eine Minute. Dazu, wie Sie bei mir im Hintergrund sehen, zeigen wir wirklich minimalistische Skulpturen, die sozusagen auch wieder mit dem Thema Zeit spielen. Es sind sozusagen die kleinen Zeiger, die kleinen und großen Zeiger der Zeit. Ich finde, daran kann man auch sehr gut Kais Walkowiaks Beschäftigung mit der konzeptuellen Kunst und auch mit dem Postminimalismus ablesen. Gegenüber dem bewegten Bild stehen die 60 Filmstills, sozusagen als Kontrast zur Bewegung, die also auch aus dem Film sind. Vielleicht noch kurz auch zur Entstehungsgeschichte von Eternal Now, von Traces of Time. Wie gesagt, die ersten Aufnahmen entstanden 2017. Kai Walkowiak arbeitet oft, dass er da sehr viel in Indien und im asiatischen Raum unterwegs ist, dass er zuerst mal Material sammelt und die Filme dann später entstehen. So war es also hier auch. Die ersten Filmclips dann sind 2020 entstanden und im Zuge dessen kam dann die ganze Konzeption für unsere Ausstellung hier zustande. Ich würde sagen, dass Kai Walkowiaks künstlerische Praxis eine sehr komplexe Mischung ist aus Installation, minimalistischer Skulptur, Fotografie und Film, die eben wirklich seine Beschäftigung mit interkulturellen Themen, die sowohl kulturhistorisch als auch auf philosophischer Ebene stattfinden. Was mir noch besonders an dem Film aufgefallen ist oder was ich für besonders wichtig erachte,
ist der Soundtrack, denn die Musik, die Sie sehen oder hören, bezieht sich auf die Bollywood-Filme. Wir hören hier also die Hits der Bollywood-Filme seit 1955 bis heute und bekommen so nochmal einen ganz speziellen Einblick auch in die sowohl einerseits Filmkultur, andererseits natürlich auch die musikalische Kultur. Ich möchte mich ganz besonders bei Kai Verkowiak für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es war eben durch die Pandemie, wurde die Ausstellung zweimal verschoben. Ich bin deswegen umso froher, dass sie heute eröffnet werden kann. Und ich möchte mich nochmal beim Team auch bedanken, unter Remo Koko für den doch sehr aufwendigen Aufbau und auch den Sponsoren, die den Film ermöglicht haben, dem Bund, Stadt Wien und dem Land Salzburg herzlich danken. Ja, herzlichen Dank an Bettina Busse für diese sehr schöne Einführung. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für den ganzen Entstehungsprozess der Ausstellung. Er war sehr produktiv. Ich hatte den Luxus, dass ich wirklich viel Zeit hatte, die Ausstellung zu planen. Und wie Bettina schon sagte, die erste Arbeit der Ausstellung, die eigentlich das Zentrum bildet oder die Basis, ist diese filmische Arbeit, Traces of Time mit diesen 60 Einstellungen für je eine Minute. Und diese Arbeit bildet auch das Zentrum der Ausstellung, weil wir uns hier im Tresor befinden. Und wie wir sehen, der Tresor ist unter der Erde, ohne Fenster, also ein idealer Raum, einen Film zu präsentieren. Sehr großzügig, fast in einem Kinoformat. Und was halt auch immer dann der zweite Vorteil eines solchen Raumes ist, dass man natürlich den Raum auch als einen Raum aufbereiten kann oder, wie soll ich sagen, produzieren, der auch eine eigene Qualität bekommt, die einen vielleicht ein bisschen auch abtauchen lässt aus dem Alltag in eine, ich möchte jetzt nicht sagen Höhle, obwohl der Raum schwarz ausgemalt ist, aber vielleicht in eine Stille, die dann noch mehr zum Verweilen einlädt. Weil das Hauptthema der Ausstellung ist die Zeit. Und wie wir alle wissen, ist die Zeit zwar messbar und mechanisch eingeteilt in unserer westlichen Kultur, aber dann doch sehr subjektiv von jedem hier unterschiedlich auch wahrgenommen. Und da bin ich eigentlich schon im Zentrum auch generell der Ausstellung und im Kern, sage ich, in der philosophischen Auseinandersetzung mit der Thematik Zeit an sich, weil es gibt natürlich einmal die psychologische Annäherung auch im Westen, wie wird Zeit wahrgenommen, welche Faktoren durch die Sinne spielen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn wir sehen im Film, es gibt Szenen, wo wir eine Musik hören, wo vielleicht auch noch Straßengeräusche stattfinden und dann sehr stille Szenen. Und diese Minute, die immer genau eine messbare Minute ist, wird wahrscheinlich subjektiv einmal länger und einmal kürzer erscheinen in ihrer Dauer. Und wir sind natürlich heute im Westen, aber das betrifft gar nicht nur den Westen, insgesamt globalisiert oft getriebene Wesen und sind mehr in der Zukunft oder in der Vergangenheit und nicht wirklich hier im Hier und Jetzt. Und wenn wir auf die schlauen Philosophen im Osten und im Westen hören, dann gibt es natürlich da auch Denktraditionen, die sagen, die Zeit an sich ist insofern fiktional, dass der einzige tatsächliche wahrnehmbare Zeitpunkt oder Moment im Hier und Jetzt liegt. Sprich, die Zukunft ist immer eine Fiktion und die Vergangenheit ist schon vergangen und wird mit Bergson gesprochen immer nur reaktualisiert. Also alles, was wir hier haben, ob es der Raum ist, ob es die Zeit ist, wird eigentlich nur reaktualisiert durch unser Bewusstsein und das Bewusstsein bildet dann auch eine Verkettung dieser Momente und gibt uns den Eindruck einer Dauer. Aber diese Dauer, wenn man das wirklich in den Kern der Philosophie geht, zum Beispiel bei Deleuze, oder auch in Indien zum Beispiel mit Patanjali gesprochen, einem Philosophen, der die Hatha-Yoga-Tradition erstmal verschriftlicht hat, gibt es eigentlich nur das Hier und Jetzt. Und um dieses Hier und Jetzt dreht es sich auch im Titel, also der Titel Eternal Now, also das ewige Jetzt. Es ist immer ein Moment auf den nächsten folgend und es ist eigentlich eine unendliche Kette von Momenten, die insofern eigentlich jetzt, wenn wir jetzt in der indischen Tradition uns bewegen, eigentlich niemals vergeht. Im Gegensatz zum Westen, wo doch sehr stark unser Weltbild und unsere ganze Kultur geprägt ist, durch das Christentum gibt es immer so ein Ziel, religiös, brauche ich gar nicht näher da hier in Wien und in Österreich eingehen. Und in Indien ist aber alles immer zyklisch gedacht, also die ganze Zeit beginnt von vorne. Was auch ganz schön ist, weil bis vor kurzem hatten wir ja in der modernen Physik, Astrophysik, den Big Bang als den Start und davor gab es einfach keine
gab es zwar Theorien, aber keine Forschung. Und jetzt habe ich gelesen, gerade vor ein paar Wochen, erstmalig ist gerade so, als wird dieses Dogma des Big Bang wirklich jetzt abgelöst werden durch neue Konzepte, weil es einfach nicht schlüssig ist oder die Frage einfach nach wie vor unbeantwortet blieb, was davor geschah. Vielleicht noch ganz kurz zu den einzelnen Arbeiten. Bettina hat schon gesprochen über Traces of Time. Natürlich im Film gibt es eine Reihe von Schichtungen von Zeitlichkeit. Einerseits natürlich diese Akkumulation, diese Spuren der Zeit, die sichtbar sind, die mich schon bei meiner ersten Innenreise vor 20 Jahren fasziniert haben. Diese gewachsenen Wandinstallationen aus Familienporträts, aus Bilder von Gottheiten, aus vielleicht Prominenten, die einmal zu Besuch waren in dem Geschäft oder in dem Restaurant oder Café. Und auf der anderen Seite natürlich noch diese Farbigkeit, weil diese Farbigkeit war lange Zeit einfach, es war kein Klischee, das war die Alltagskultur in Indien, die aber jetzt auch durch die Globalisierung der Social Media Zugänge, jeder Indier, es gibt mehr Smartphones in Indien als Toiletten, das ist kein jetzt irgendwie Culture Bashing, das ist Fact. Also da gibt es natürlich auch schon, wie überall in allen Ländern, eine ästhetische Gleichschaltung. Also das spricht, diese alten Geschäftslokale sind auch wirklich im Verschwinden, im Vergehen inbegriffen. Und ich bin mir sicher, von den 60, die jetzt hier porträtiert sind, sind sicher seit der Entstehung schon mal 10 wieder verschwunden. Die gibt es gar nicht mehr in dieser Form. Deswegen ist es auch ein gewisses Zeitdokument, wo man auch jetzt, wenn man den Film sieht, aber natürlich auch sich diesen Grid anschaut mit diesen 60 Filmstills, viele Details entdecken kann. Ausgehend von dem Film, und das hat schon Bettina angesprochen, diese Frage nach dem Stillstand bzw. nach dem Moment, weil es ist ja eigentlich kein Stillstand, aber wirklich nach der Stille des Moments hinter mir, diese 7 quasi hängenden Zeiger, die einfach vielleicht nochmal poetisch diese Fragestellung des Moments und eigentlich das Hier und Jetzt aufgreifen, indem diese mechanische Zeit wirklich einmal aus den Angeln gehoben ist und einfach zum Stillstand gebracht. Was Bettina auch angesprochen hat, natürlich, dass ich sehr viel installativ arbeite und immer wieder Bezüge habe, auch zu gewissen Kunstströmungen. Und von daher ist natürlich jetzt diese Installation mit diesen Zeigern auch eine Referenz natürlich an formale Ästhetiken der Minimal Art der 60er Jahre, aber hier natürlich auch noch durch eine gewisse Bedeutung und Symbolik erweitert. Vielleicht anschließend oder gegenüberliegend im Raum, da hinten eine auch sehr reduzierte Schildkonstruktion, die ein Wortspiel darstellt, einerseits zu lesen Nowhere, aber auf der anderen Seite auch Now Here. Also auch hier wieder ein Verweis oder eine Referenz auf die verschiedenen Zugänge zu Raum und Zeit und natürlich immer diese Frage, in welcher Realität bewegen wir uns? Bewegen wir uns in der mechanischen, durch 24 Stunden geteilte Zeit oder bewegen wir uns wirklich in einem größeren Raum, wo dann das subjektive Empfinden der Dauer wirklich vielleicht auch diesen Moment der Stille ins Zentrum rücken kann? Ja, also noch einmal herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen heute Abend. Ich lade jetzt schon ein, noch einmal an einem anderen Tag wiederzukommen, weil ich bin mir sicher, dass der Eindruck der filmischen Arbeit wirklich in Stille hier im Tresor, auch in diesem geschützten Rahmen, der wirklich fantastisch ist, sicher noch mal eine ganz andere Qualität der Arbeit zum Vorschein bringen kann. Ja, ich wünsche einen schönen Abend und wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich bin präsent und freue mich. Vielen Dank.